Oh mein Gott, Leute, in diesem Video werden wir uns alle Sachen anschauen, die mit dem Update neu dazu kamen. Plus, ich habe schon News, was im nächsten Update auf uns zukommen wird. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also Leute, ich bin jetzt hier gerade im neuen Among Us Update unterwegs und wie vielleicht schon einige von euch mitbekommen haben, ist das neue Update die Version 2021.3.31.3S. Das steht übrigens immer für den Tag, wann das Update herauskam, also diese Versionnummer. Und falls ihr das gestrige Video gesehen habt, das war natürlich nur ein April-Scherz. Viele waren ein bisschen sauer, kam mir zumindest so vor. Ich dachte eigentlich, das wäre eine super lustige Idee. Ich habe mir auch sehr viel Mühe bei dem Video gegeben, eine Mod extra programmieren lassen und ich habe das ja am Ende des Videos aufgelöst. Also fand ich ein bisschen schade, dass so viele ja sauer in den Kommentaren unterwegs waren, weil ich eigentlich der Meinung war, dass es offensichtlich ist, dass es ein April-Scherz ist. Deshalb trotzdem vielen Dank an alle, die das Video positiv gestern bewertet haben und den Scherz lustig fanden. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ja, ihr könnt aber auch gerne heute mal den Like- und Abo-Button smashen und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wann ihr das Video anschaut, denn bei mir ist es einfach aktuell 1.52 Uhr morgens. Man kann es hier so ein wenig sehen. Ja, ein bisschen sieht man es hier auf jeden Fall. Leute, fangen wir erstmal an mit dem allerneuesten Feature, was Among Us jetzt etwas besser machen wird, hoffe ich. Und zwar Accounts. Genau, ihr habt richtig gehört. Man hat jetzt die Möglichkeit, Accounts zu erstellen und wir sehen hier links, wie unser Charakter aktuell in-game aussieht. Also so wie er hier dargestellt wird, so haben wir ihn aktuell gekleidet. Hier steht noch die Höhe und wie viel er wiegt und unser Username. Ich habe ja gerade den Namen Pat, der kann allerdings auch von vielen anderen Leuten benutzt werden. Also der ist nicht einmalig, der Name. Jedenfalls kann man sich Accounts erstellen und wenn man keinen Account erstellt, Leute, das ist ganz wichtig, weil einige haben mich in den Kommentaren gefragt, ich kann nämlich im Chat nichts schreiben, ich kann nur den Quick Chat benutzen und das liegt daran, wenn ihr keinen Account erstellt habt. Also, wenn ihr das erste Mal Among Us startet, wird das Ganze so aussehen, ihr müsst einfach drücken auf Sign In, dann steht, ja, du wurdest eingeloggt und dann war es das auch schon. Also mehr müsst ihr nicht machen und falls ihr immer noch dann nichts im Chat schreiben könnt, dann stellt auf jeden Fall sicher, dass der Chat-Typ auf Free or Quick Chat gestellt ist, nicht auf Quick Chat Only, weil immer automatisch auf Quick Chat Only gestellt, sobald ihr keinen Account habt, also nicht eingeloggt seid oder ihr nicht älter als 13 Jahre alt seid in Among Us. Weshalb dieses Account-Feature allerdings erst herausgekommen ist, damit die Leute nicht mehr so einfach in dem Spiel hacken können. Weil es gibt jetzt mit dem neuen Account-System auch ein Report-Feature. Ihr seht schon, ich habe jetzt mal eine Runde gestartet und ihr seht auf jeden Fall, wenn ich jetzt nämlich hier auf den Chat gehe, auf den Fuß drücke und zum Beispiel jetzt auf Pet drücke, könnte ich ihn reporten. Dieser Knopf wird komischerweise nicht richtig rot, sondern er ist so eine Art ausgegraut. Rotmäßig, aber man kann trotzdem draufdrücken. Wenn wir jetzt nämlich auf diesen Knopf draufdrücken, sehen wir, wir können einen Grund angeben. Ein unerlaubter Name, irgendwelche doofen Kommentare im Chat, vielleicht, dass er hackt oder cheatet oder dass er halt einfach irgendwelche doofen Sachen macht, die man nicht machen sollte. Natürlich werde ich jetzt mich nicht selbst melden, weil es gibt keinen Grund, denn diese Reports werden nicht von irgendwelchen Bots behandelt. Diese Reports werden von richtigen Menschen verarbeitet und angeschaut und dann werden die Leute halt gebannt oder gesperrt. Je nachdem, wie schlimm es, denke ich mal, ist. Ich kann euch allerdings nicht empfehlen, jetzt einfach irgendwelche Leute aus Spaß zu reporten, weil das kann zur Folge haben, dass ihr euren Account für immer verliert. Und ja, ihr könnt dann nie wieder Among Us mit dem Account spielen und auch nicht mit anderen Accounts. Also kommt nicht auf die Idee, einfach irgendwelche Leute aus Spaß zu reporten, denn das kann schlecht enden. Ansonsten haben wir durch das Airship-Update auch mega viele kostenlose neue Accessoires bekommen. Wir sehen beispielsweise hier
braune Eiscreme, nenne ich das einfach jetzt mal ganz nett. Oder dieses Herz oder beispielsweise der Reißverschluss. Also mega viele coole Skins, die neu dazugekommen sind. Plus, wir haben ebenfalls ein paar neue Outfits am Start. Beispielsweise das Gefängnis-Outfit hier oder das Security-Outfit hier. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, einige coole Sachen hier im Shop zu kaufen. Wir sehen, diese ganzen Sachen können wir uns noch im Shop kaufen. Mache ich mal ganz kurz, indem ich schnipse. Bam, jetzt haben wir uns das Ganze hier gekauft und wir haben diese ganzen neuen Skins und Outfits dazu bekommen durch den Kauf. Und ihr seht schon, alter Schwede, sind diese Skins auf jeden Fall cool. Was mich ein bisschen wundert, ist nur, dass ich vorgestern, als das Update rausgekommen ist, sofort mit den ganzen Accessoires, also Hüten, spielen konnte. Auch mit den ganzen Skins konnte ich spielen. Also zum Beispiel dieses Outfit hatte ich auch. Aber gut, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer neuer Lieblingsskin ist. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, weil hier auf jeden Fall einige lustige neue dazugekommen sind. Ihr könnt übrigens auch gerne jetzt neue Mythen in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr irgendwelche coole Mythen, die ihr durch das Update neu gefunden habt. Denn dann kann ich diese auch im nächsten Mythenvideo vorstellen. Ansonsten haben wir natürlich die Map Airship neu dazugekommen. Super, super groß. Sie hat neue Aufgaben mit sich gebracht. Sie hat neue Mechanismen mit sich gebracht. Einen komplett neuen Report-Sound. Aber fangen wir erstmal an mit den zwei neuen Mechanismen. Und zwar gibt es einmal diese neue Plattform. Mit dieser kann man halt von einer auf die andere Seite kommen. Und natürlich nicht zu vergessen gibt es die Leitern. Und diese Leitern können wir hochklettern und wir können sie natürlich auch runterklettern, was ich super, super cool finde. Es hat sich auch ein bisschen was am Gameplay verändert. Ihr seht, die Kamera, die ist nicht mehr so schwammig. Wir sehen, wenn ich mich nach links bewege, ist sie sofort auf unseren Charakter fixiert. Früher war das ein bisschen anders. Ich meine, ich bilde mir das nicht ein, also ich bin mir sehr sicher, dass das verändert wurde, weil früher sah das definitiv anders aus. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ebenfalls meiner Meinung seid. Wie schon eben erwähnt, haben wir auch einen neuen Report-Sound. Und dieser neue Report-Sound ist allerdings nur auf der Map Airship. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Spieler töte und reporte, hört genau zu, ich mache den Sound extra lauter. Genau, ihr habt's gehört, Leute, so hört sich das Ganze auf jeden Fall an. Nicht zu vergessen haben wir auch die Möglichkeit, immer einen Spawn auszuwählen, zumindest auf der Map Airship. Bei den anderen Maps ist das nicht der Fall, nur auf der Map Airship funktioniert das. Also haben wir auf jeden Fall mega viele neue Änderungen. Falls ihr allerdings mal sehen möchtet, welche Aufgaben jetzt neu dazugekommen sind, dann könnt ihr gerne mal den Stream abchecken, denn da haben wir bereits alle Aufgaben einmal gemacht. Was auch neu dazugekommen ist, sind die Türen, die man jetzt hier öffnen kann und die sich automatisch nach einer Zeit wieder schließen. Das heißt, wenn ich die Tür öffne, kann ich durch die Tür schauen und sehe, dass ein anderer Spieler zum Beispiel hier in der Toilette drin ist. Und wenn die Tür halt wieder geschlossen ist, kann ich nicht mehr rausschauen und andere Spieler können logischerweise auch nicht mehr reinschauen. Und da ich mir den Devlog auch nochmal durchgelesen habe, weiß ich, was noch so in Zukunft auf uns zukommen wird. Und zwar ist geplant, dass Among Us nochmal komplett ein neues Design bekommen soll. Inwiefern und wann, weiß man nicht. Allerdings ist das jedenfalls geplant. Außerdem soll es auf der Map Airship die Funktion geben, dass man mit bis zu 15 Spielern spielen kann. Das ist meiner Meinung nach auch notwendig, weil diese Map einfach so gigantisch ist. Und ja, ich finde sogar 10 Spieler sind definitiv zu wenig hierfür. Aber natürlich könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Außerdem wollen sie in Zukunft auch noch ein bisschen transparenter die Updates vermitteln. Also woran sie gerade arbeiten und so weiter, wollen sie auf Twitter und Social Media Plattform immer mitteilen. Damit das halt eben nicht so endet wie jetzt in der letzten Zeit, wo man keinen Plan hatte, wann das Update eigentlich rauskommen soll. Aber gut. Das wären so alle Funktionen gewesen im neuen Update. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls doch, schreibt diese in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Und schreibt gerne mal Among Us Mythen in die Kommentare vom neuen Update. Bis dann und ciao.